Dank sei Gott dafür, jetzt endlich da zu sein. Hier in Amerika. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Henry Lehman, okay, welcome to America and good luck. Von den drei ist Henry der Kopf, so sagte sein Vater dort in Franken. Emanuel der Arm. Und Meyer? Meyer ist das, was man braucht zwischen Kopf und Arm. Lehman Brothers hat geöffnet. Lehman Brothers hat alles, was man braucht. Und was ist das für ein Beruf? Lehman Brothers. Mittler. Und wer nicht mitmachen will, bezahlt mit seinem Blut, weil es nur ein Amerika gibt mit einem einzigen Präsidenten. Weil das Besondere ist, dass man da drinnen in der Wall Street von morgens bis abends ununterbrochen alles verkauft. Die Eisenbahn wird hier mitten durchverlaufen. Weil Philipp Lehman verstanden hat, dass es sich lohnt, als erster da zu sein, wo sonst noch keiner ist. Ich möchte, dass Lehman Brothers in eben diesem Sinne ein Rennstall wird. Unsere Zeit steht an einem Wendepunkt. Was, wenn auf einmal alle ihr Geld zurückhaben wollen? Sie werden es nicht zurückbekommen. Bei der Vollversammlung der Banken hat man beschlossen, dass der einzige Feind jetzt die Panik ist. Ist möglich, dass Lehman Brothers bankrott geht? Wir werden euch aus dem Unwetter führen. Glaubt an uns. Danke, Mr. Lehman. Denn der Mensch hat ein Bedürfnis, ein tiefes Bedürfnis nach Verbündeten. Ja, und er will ihnen glauben. Die Göttin der Börse. Eine Bank ist eine Bank. Und wir bringen die Frau!